Willkommen zurück bei Lego Alpha Team. Ja, ich würde mal sagen, dass die letzte Folge ja mal so das Highlight der, also bis jetzt des Let's Plays war. Wir haben ganze 2 Level gepackt und ich gehe zuversichtlich in das aktuelle Level und wir schauen mal, ob das jetzt auch wieder so simpel funktioniert. Wollen wir das so? Ich glaube nicht, oder? So ist besser. Wir können, lasst mich überlegen. Dann läuft er hier lang und sie läuft da lang. Und sie läuft dann hier lang. So, weil dann können wir den hier erstmal wegstellen. Den hier können wir nach hier drehen. Dann aktiviert sie den. Den hier können wir auch drehen. Und so nach oben leiten. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? So, weil dann... Ja, dann müsste der Strahl ja eigentlich... So. Und dann nach unten. Da fehlt uns aber einer. Ach, wir schauen erstmal. Das kriegt man bestimmt hin. Nee, so wollte ich, so hatte ich das nicht vorgehabt. Ah, die Kamera, Leute, die Kamera. Die raubt mir den letzten Nerv. So wollte ich das haben. Genau. So, und da man ja das hier nicht so nehmen kann, muss ich so hin. Ja, das, ja, ich glaube, wir haben es, oder? Oh Gott, die kann man noch so drehen. So. Das müsste stimmen, wenn ich mich nicht irre. Versuchen wir es einfach mal. Nummer 1 klappt. Und Nummer 2 auch. Super. Hey, diese Laser Levels, diese Laser Level, die scheinen mir ja echt zu liegen. Ist immer besser als die Level, die davor waren. Das war ja teilweise echt peinlich gewesen. Zu viele Spiegel. Also du kannst die Spiegel so miteinander kombinieren, dass die Laserstrahlen nach links, rechts, oben und unten abgelenkt werden. Oh, wunderbar. Die Kameraeinstellung ist super. So, wir müssen hier hin. Hä? Achso, gut, wir haben 2. Ach, aber wir haben nur sie. Okay. Okay, dann müssen wir erstmal schauen. Ne, das müsste eigentlich auch so gehen, oder? Sie springt. Ja, genau. Also den können wir so schon mal aktivieren. Den hier drehen wir. So wollte ich ihn drehen. Der hier soll jetzt nach hier gekippt werden. Ich hoffe, dass das so läuft, oder? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Oh Gott, Leute, das wird kompliziert, ich sehe es schon. Das wird wirklich kompliziert. Ich denke, das muss ja irgendwie so laufen. Und der hier muss hier hin. Der eine trifft. Ja, dann müsste der hier... Ja gut, das ist ja jetzt keine große Herausforderung mehr.
Obwohl. Oder? Klappt das? Sind drauf. Wir versuchen es einfach mal. Der eine sitzt. Was jetzt passiert? Warum läuft die nicht weiter? Ah, eins nach vorne. Schaffst es jetzt, Mädchen? Ja. Und warum klappt es jetzt nicht? Das ist ein Witz, oder? Ich hab's doch gelöst. Was wollen die noch? Ach so, es war wieder hier im Millimeterarbeit. Ja. Und ich sag's euch, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich hier mir die Level angeguckt habe, ja? Ich mach sowas nicht. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Nur das ist jetzt wirklich nicht schwer. Zielübung. Du hast die Katapulte gefunden. Das klingt doch nicht schlecht. Du kannst sie abfeuern, indem du ihre Seile mit den Laserstrahlen durchtrennst. Die dadurch geschleuderten Felsen können weitere Laser aktivieren. Ja, das ist klar. So, wie viele haben wir? Zwei Stück. So, was brauchen wir? Wir müssen die doch hier irgendwo... So etwa in diese Art, oder? Wenn wir das hier jetzt... Upsa. Wenn wir das hier jetzt drehen... Wahrscheinlich stimmt es jetzt von der Tiefe her nicht. Wartet mal. Lass mich mal schauen. Oh, wenn wir jetzt nach links und rechts wandern könnten, ne? Aber das geht ja nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mir bestimmt zwei, drei Parts von dem Let's Play gespart, wenn ich... Wenn die Kamera ein bisschen intelligenter gelöst werden würde. So. Jetzt muss ich natürlich nur schauen, dass auch der Laser trifft. Tut er nämlich nicht. Jetzt trifft er. So, ich denke jetzt mal sich, dass die Katapulte das so weit werfen. Und der hier müsste dann ja gleich sein. Die Frage ist nur, wie ich den zweiten hier runter bekomme. Maximal hier. So, dann müssten die ja eigentlich treffen. Achso, gut, ich habe einen Sprung. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Nur wir müssen die hier noch ein bisschen runtersetzen, damit ich dann da dran kommen kann. So nämlich. Ja, habt ihr ganz toll hinbekommen. Ah. Wo hat's gehapert?
Der hier geht, der andere will nicht so wirklich, okay. Der springt drüber, so wie es aussieht. Machen wir mal so. Jawohl. Oh Leute, das nimmt doch jetzt hier richtig schön Fahrt an. Was ist jetzt los? Ja, das wollte ich. Oh. Hat er irgendwie jetzt die Wiederholung aktiviert oder was? Fässertanz. Ein Teammitglied muss sich die Chaoskugel schnappen, um die beiden Arbeiter von den Schlössern zu beseitigen. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Laserstrahlen diese Zombies nicht einfach grillen. Warum kann ich nicht. Warum darf ich hier nicht nach oben? Ja, yeah, Leute, ich kann mich nicht bewegen. Ich starte nochmal das Level neu. Ah, das funktioniert sehr schön. Weil sonst hätte ich jetzt hier kurz abbrechen müssen und das Spiel neu starten. Das wäre ziemlich scheiße. So, und wir haben zwei Teammitglieder. Die Frau und Tanks, unseren Sprengmeister. So. Wie machen wir das? Wir haben 1, 2, 4 Laser. Was brauchen wir denn? 4 Laser. Oh mein Gott. Das will ich in die andere Richtung machen. So trifft er doch. So, was ist das? Ah, okay. Achso, okay, gut. Das hier würde hier zünden. So, jetzt ist natürlich die Frage. Warte mal kurz. Springt der in die Luft? Nee, macht er nicht so wirklich, ne? Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen tricky werden. Sie aktiviert das hier, also so wie es bis jetzt zumindest, so wie es bis jetzt zumindest aussieht. Aktiviert sie das. Das kann ich ja zum Beispiel so stellen und kann auch das hier aktivieren. Wenn ich das will. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es. Achso, so kann ich doch eigentlich. Wartet mal. Kann ich so den Schalter treffen? Nochmal. Ich habe es leider nicht gesehen. Tut mir leid. Das hätte getroffen, aber bringt mir nichts, da Laserstrahlen das treffen müssen. Kann ich noch irgendwie umlenken? Nee, das kann ich auch nicht mehr. Hier ist auch Schluss. Und hier ist Schluss. Das wird interessant, Leute. Das wird sehr, sehr interessant. Ich denke mal hier, dass er das holen muss. Oder? Nee. Läuft er trotzdem dagegen? Ja, das
würde also funktionieren, wenn ich das wollte, aber wirklich bringen tut's ja auch nicht. Also wirklich was bringen, das tut's ja jetzt auch nicht unbedingt, ne? Das ist auch hier relativ sinnlos. Nee. So, Nummer 1 und Nummer 2. Wahrscheinlich muss ich... Nee, wartet mal. Wahrscheinlich muss ich den hier... Machen wir die Kanone da. Den da... Und den hier, damit dieser Laser hier angeht. Oder? Das war nicht richtig. Stellen wir mal zwei weiter zurück. So, also das hier sieht... Das hier ist schon mal nicht schlecht. So, und was macht der Kollege jetzt? Er hier kann springen. Er aktiviert das hier. Läuft dann zurück. Läuft dann zurück und... Läuft dann, sagen wir mal, hier runter und holt sich das. So, dann habe ich aber immer noch nicht... Nee, dann springt der hier in seinen Tod, beziehungsweise springt nicht in seinen Tod, weil er natürlich nicht hier... was macht denn die jetzt? Ach so. Okay. Da ist der erste Schalter aktiviert. Der ist auch zu dumm. So, genau. Er läuft jetzt. Was haben die denn für ein Problem? Er läuft hier lang. Ach so, gut, in die Laserstrahlen. Ja, die können die Laserstrahlen dich abhalten. Ja, also, die überleben die Laserstrahlen dich, die Zombies überleben es aber. Ja, das nenne ich mal eine Spielelogik. Ja, Leute, ich würde sagen, ich schaue mir das Level dann nochmal an und präsentiere euch die Lösung im nächsten Part. Anscheinend nimmt ihr zu langsam meine Glücks- bzw. Könnensträhne ein Ende. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego Alpha Team. Bis dahin.